So, damit dann hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, wir gehen hier nochmal ins Bettchen. Kurse alles auf. Waschen dann Energie und so. Und dann geht's los. Ich bin überlegen, wir müssen hier ein paar Sachen wegpacken. Genau. Weil sonst haben wir keinen Platz mehr für irgendwelche Dinge. Genau. Ist hier mal weg. Eisenbarren können wir zum Beispiel auch wegpacken. Die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen unbedingt. Die Dinger hier, ja, die müssen eigentlich auch irgendwo hin. Ich zerstöre mal die Fledermausflügel. Das geht gar nicht. Der Schluckaufgras kann weg. Zombiesaft. Weiß nicht, ob wir dem irgendwen geben wollen oder so. Geschichte kann unten noch mit rein. Ich glaube, da haben wir auch Platz für die blutigen Nägel. Das kann noch mit weg, genau. Ja, sieht ganz gut aus. Warte, so. Genau. Ja, weiß noch gar nicht, was wir mit dem Spinnennetz machen. Was wir damit machen können überhaupt. Na ja, gute Frage, ne? Ja, guck mal. Irgendwas wird sich schon finden, was man damit machen kann. Ja, wir haben noch Platz. Ja, weiß man nicht, was man alles so findet, ne? Die Nägel weg, das hier weg. Gut, das hätte ich jetzt eigentlich auch noch irgendwo hin sortieren können. Ist eigentlich auch egal. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Beziehungsweise runter. Also wir gehen hier hoch. Wir gehen nördlich zum Eingang des Dungeons. Nehmen wir dann ihn ab. Vielleicht hat er jetzt. Vielleicht sagt er uns, dass er sich toll findet. Das habe ich nicht. Ja, so Stück für Stück arbeiten wir uns hier voran. Mal gucken, was wir finden. Ist jetzt diesmal relativ linear aufgebaut, ne? Nicht so viele Abzweigungen und andere Bereiche. Sehr gut. Gelaufen hier. Kurz das Sandwich noch futtern. Genau, noch ein bisschen Platz wieder. Vielleicht ein Heiltrank oder sowas? Natürlich nicht, warte mal. Na, das lässt sich machen. Ein nach dem anderen Rand. Wir haben es wirklich gleich geschafft, ne? Hätte das hier oben auch was drin sein? Natürlich nicht. Warum sollte es auch? Gucken wir hier nochmal rein. Okay. Sieht ja interessant aus. Da müssen wir eigentlich gleich nochmal hin, ne? Ja, das machen wir heute auch nochmal. Komm, dann gehen wir heute ein zweites Mal noch in den Dungeon. Das interessiert mich jetzt viel zu sehr, was da noch ist. Außerdem können wir schon wieder die nächste Ebene. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Ich glaube, da müssten wir. Was ist denn jetzt Ebene 7 oder 8 schon? Bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. So, warte mal. Mein Inventar ist ja wahrscheinlich voll, ne?
mit allerlei Pülverchen und so weiter. Das ist egal. Kann ich irgendwelche Geschichten erzählen? Nee. Viel zu viel Kram, den wir aktuell gar nicht brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir den später und können den irgendwo verkaufen und sonst muss aber. Ja, bei dem Alchemisten da hier, ne, diesem Sterngucker, da können wir wahrscheinlich die ganzen Pülverchen verkaufen, die wir hier dabei haben. Müssen wir mal gucken, was wir. Wir können aber so ein paar Sachen mitnehmen, mal gucken, ob wir das verkaufen können. Alles, was dann irgendwie Geld bringt und wir sehen da hier unten. Die Gegner spawnen nicht neu, ne? Wie ist das denn dann, wenn die Gegner nicht neu spawnen und man braucht das Zeug? Erstens so mein Gedanke, ne? Wie kommt man denn da ran? Bei Stardew Valley zum Beispiel, man muss halt ja immer vergleichen. Da sind die Gegner ja jedes Mal wieder neu da. Hier dann halt nicht. Interessant. Das ist dann schon wieder das mit dem Pülverchen hier, ne? Das kann weg. Das kann weg. Ich habe mehr als genug rostige Nägel, blutige Nägel. Genau. Ja, aber diese Samen kann ich ja nicht mehr machen. Ah, es gibt halt. Das ist ein restlichen Kram da nicht, aber es gibt halt Punkte. Wenn nicht viel ist, ein Punkt, ein Powerpunkt. Sieht aus wie diese eine andere Ebene, ne? Oh, da schon wieder Silber, was ich ja eigentlich nicht brauche. Was er nicht verarbeiten kann, was er super toll ist und garantiert viel Spaß macht. Muss ich jetzt irgendwas wegschmeißen und zerstören schon wieder. Oder so. Ja, das hat ja auch gepasst. Eben noch so viel Lebensenergie. Ne, dann gucken wir noch so ein bisschen weiter, ne? Wenn wir noch Lebensenergie übrig haben, warum sollten wir das jetzt nicht nutzen? Irgendwie verschwendet das Potenzial. Okay. Interessant. Ja, aber so sehr gut, ne? Ich muss noch rechtzeitig weit genug wegkommen. Die dann auch die anderen beschädigen? Aha. Dass ich praktisch die anderen, Gegner drumherum auch kaputt machen. Was ist denn? Auch eine Technologie, okay. Was für eine Technologie denn? Muss ja irgendwas mit Abbauen zu tun haben, ne? Sieht nach Edelstein aus, ne? Ne, gehen wir mal zurück. Jo, das war ordentlich produktiv, würde ich sagen. Was haben wir hier für unten? Für die Kiste? Eigentlich nichts, ne? Ich weiß immer nicht, was wir mit dem Silber machen.
Ja, müssen wir irgendeine Erweiterung haben dann beim Schmied. Irgendwas in der Richtung. Wahrscheinlich nochmal so ein Upgrade für den Ofen oder irgendein anderes Teil. Schmuckherstellung oder wofür auch immer wir das brauchen werden. Dieses Pulver ist halt auch seltsam, ne? Also hier, was wir gefunden haben. Das elektrische Pulver. Ja. Packen wir hier den ganzen Kreis. Wieder ein bisschen Platz schaffen. Genau. Hier war ja auch nochmal Silber drin. Ich will mal nicht alles weg. Eins ist zu viel. Solange ich davon was wegkriege, ist eigentlich okay. Hm. Habe ich keinen Platz mehr für, ne? Hm. Auch keinen Platz. Schmelzen für die ist. Wunderbar. Na dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.